Guten Tag, ihr Lieben. Heute kommt ein Thema, das einige von euch sich gewünscht haben. Ich habe da lange herumgedreht, weil das ist ja auch ein sehr intimes Thema, die Sexualität. Und der Titel, den habe ich auch ganz bewusst gewählt. Es heißt Sexualität, Spiritualität, Sensibilität. Und Sexualität habe ich an den Anfang gestellt. Und da will ich gleich am Anfang mit einem Irrglauben aufräumen. Das Göttliche hat die Sexualität nicht nur geschaffen zur Fortpflanzung. Es soll uns auch die Möglichkeit geben, um glücklich zu sein, um die Nähe zu spüren, um Liebe auszutauschen, um sogar, wenn man wirklich sich liebt und loslässt, in andere Zustände, Seinszustände zu kommen. Und dieser Irrglaube, der hat so viele unglücklich gemacht. Darum am besten alles, was ihr gelernt habt, wenn es von der Kirche kam, von den Eltern, das euch einschränkt in diesem Thema, lasst es einfach mal los. Es ist auch das größte Tabuthema überhaupt. Da sind unglaubliche Schmerzen entstanden. Wenn man in die Tiefe geht, kommt man irgendwann an diese Schmerzen. Es ist jetzt die Zeit, wo ganz viel davon an die Öffentlichkeit kommt. Wie verlogen die Nonnen und die Priester sich verhalten haben und Kinder missbraucht haben. Auch wie in verschiedenen Berufen, das quasi zum guten Ton gehört, dass man diese Frauen vernascht, wie, weiß ich was, die sogar das Gefühl haben, sie haben eine Berechtigung. Das wird jetzt irgendwie immer mehr publik. Ich weiß unendlich viele Frauen und Männer, die eigentlich extrem verletzt wurden in der Kindheit, auch so erzogen wurden von Missbrauch von Vätern, von nahen Verwandten, und das ist wirklich, das sind große Wunden. Aber gleichzeitig möchte ich euch sagen, wenn ihr in die Tiefe geht und wenn ihr den Mut habt, diese Schmerzen an die Oberfläche kommen zu lassen, zu umarmen, habt ihr ganz viel Hilfe und es kann geheilt werden. Das ist eine große Angst, dass man das einfach unter dem Deckel lässt, weil man das Gefühl hat, das wirft dich aus der Bahn. Und darum, das möchte ich euch einfach sagen, weil ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die Schreckliches erlebt haben, die es angehen oder nicht angehen. Und ganz viele Therapeuten sind eben auch nicht in der Lage, so etwas zu halten. Ich habe euch ein wenig erzählt, von der Geschichte von der Frau auf der Tibetreise, die hatte solche Erlebnisse. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimmer Schmerz. Und da braucht es vielleicht mal einen Unfall oder eine Krankheit, dass ganz viel von dem rausgeputzt wird, sage ich jetzt. Ich möchte euch aber nicht nur von der Theorie erzählen, ich möchte euch auch Persönliches erzählen. Ich glaube, das macht immer, dass ihr euch da in den Ort begeben könnt, wo eure eigenen Erinnerungen sind. Ich habe euch schon von dieser großen Liebe erzählt. Und damals, als ich mit diesem Philipp zusammen war, da war die Sexualität etwas sehr Kostbares. Ich war so in der Liebe und ich war so im Vertrauen und habe mich so stark geöffnet, dass wir, ohne dass wir etwas Spezielles tun mussten, eigentlich in transähnliche Zustände kamen. Und das war dann natürlich umso schwieriger, weil ich fast nicht glauben konnte, dass das wieder passieren könnte mit einem anderen Mann. Und ich weiß noch, zu dieser Zeit hatte ich mal eine Erinnerung, schön farbig mit allen Bildern, eine Zeit, wo ich in Ägypten lebte. Und da war ich eigentlich eine Liebesdienerin, eine Heilerin in einem Tempel. Und was habe ich gemacht? Männer geheilt.
Ich musste, je nachdem, welcher Mann kam zu mir, und zwar ins Bett, es war ein Bett da, und musste ich eine verschiedene Kette anziehen. Ich hatte, das waren nicht nur einfach Ketten, es waren großartige Geschmeide. Und weil ich ja weiß, wie heilend die Steine sind, hat das wie verstärkt meine eigene Kraft und auch die Kraft von den Wesen, die bei mir waren. Und ich musste in der Sexualität diese Männer heilen. Und das war eine wunderschöne Art und Weise und ich war sehr glücklich, das tun zu können. Und ich habe das dann diesem Mann erzählt und er sagt, ja, das weiß ich. Es war wie wahrscheinlich eine Erinnerung, wo wir auch zusammen hatten. Meistens trifft man alte Seelenpartner. Das heißt, das Alt heißt, wir haben uns in früheren Leben gekannt. Und das hat natürlich gemacht, dass sich auch Frauen, die das jetzt den Männern schenken, vielleicht nicht so bewusst, auch nicht irgendwie komisch oder schmutzig sehe. Und ich hatte einen Mann, der wollte nachts, das hatte ich innerlich, der hat das nicht offen gesagt, aber nachts wollte er eine Hure. Da hatte er es am liebsten, wenn ich wirklich leidenschaftlich und offen war, aber am Tag wollte er eine Nonne. Und diesen Spagat habe ich nicht geschafft. Darum wurde es immer schwieriger. Habe mich ja dann auch getrennt. Er war so nett, mir eine Gelegenheit zu geben, wo ich das nicht mehr machen konnte, mit ihm zusammenbleiben. Aber dann, den Philipp musste ich loslassen. Dann ist ein anderer Mann in mein Leben gekommen. Also, das wusste ich nicht, dass das ein Lebensabschnittpartner, sagt man ja heute, der Markus. Den habe ich kontaktiert, weil er ein Tierfilmer war, leidenschaftlicher Tierfilmer, das wusste ich. Und ich wollte mal einen Film von den Delfinen. Und darum habe ich ihn kontaktiert und wir haben uns getroffen. Und ich meinte, er war so lustig. Er war wirklich, das war die Leichtigkeit pur, mit diesem Mann zusammen zu sein. Also erstes Treffen, wir haben uns getroffen irgendwo an der Autobahn mit zwei Autos. Er ist vorgefahren und als wir dann an dem Restaurant ankamen, wo er mit mir Mittagessen wollte, da erstens hat er eine rote Rose dabei. Dachte, du hast ja noch Wünsche. Und das Zweite war, er hat parkiert und dann hat er mich wie gelotst zum Einparkieren. Wenn ich das gemacht hätte, was er mir gezeigt hat, wäre ich im See gelandet. Aber ich bin ja genug. Selbst ist die Frau, dass ich weiß, wenn ich nicht mehr weiterfahre. Und das war irgendwie so eine Leichtigkeit, weil ich musste es ihm ja irgend anders heimzahlen. Wir haben oft solche Späße miteinander gemacht. Und dann haben wir uns weiter getroffen und einmal haben wir, ich weiß wirklich nicht mehr, denn die Frau, die auch dabei war, sie hatte auch irgendetwas mit Delfinen zu tun und sie kam auf Besuch und wir waren draußen, es war Sommer, schönes Wetter und plötzlich haben die Delfine mir gesagt, ihr müsst jetzt rein. Innen war das Esszimmer mit einem großen Tisch, setzt euch an den Tisch. Hieß es, machen wir. Die waren gespannt, was jetzt kommt. Ich auch. Und wir haben uns gesetzt. Und dann haben die Delfine mir gesagt, erzählt euch jetzt eure tiefsten Wunden in der Sexualität. Eine wildfremde Frau, ein Mann, mit dem ich dann zusammen war für eine Weile, und ich erzählen uns einfach unsere tiefen Wunden. Missbräuche, Verletzungen in der Ehe, auch Schuldgefühle vielleicht für Sachen, die wir gemacht haben, haben wir uns einfach erzählt und ich spürte, das wurde einfach geheilt. Es war nachher irgendwie alles nicht mehr wichtig und es war so schön, vor allem weil auch der Markus viele Verletzungen in der Sexualität oder in diesen Themen hatte. Die waren auch weg. Also hatten wir eine so unbeschwerte Zeit zusammen. Immer wieder sehr lustig. Wir haben Neues ausprobiert. Aber weil wir uns
Obwohl wir von Anfang an wussten, wir werden nicht immer zusammenbleiben, wir werden nicht alt werden zusammen. Es war uns völlig wurscht. Wir genossen das Jetzt und genossen es mit vollen Zügen. Und es war eine sehr schöne Zeit und auch mit ihm, weil wir waren in der Liebe verbunden. Es hat auch dort geklappt, dass wir irgendwie in diese transendlichen Zustände kamen, wo ganz, ganz viel möglich ist. Es war eine schöne Zeit und warum erzähle ich euch das? Also wenn ihr das spürt, das kann, muss nicht unbedingt, das geht nicht nur mit einem Mann, das geht auch unter Frauen. Ich war bei der letzten Delfinreise, am ersten Abend waren wir, glaube ich, 4 Frauen und das fing an, dass eine Frau plötzlich ganz persönliche Sachen erzählte. Am ersten Abend 4 Frauen, die wir uns gegenseitig überhaupt nicht kannten, und wir haben erzählt. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass die Delfine überhaupt da waren. Es wurde mir relativ schnell bewusst, jetzt ist es ja genau gleich an wie bei dieser Situation. Also wenn ihr noch Geheimnisse habt oder Schuldgefühle oder Sachen, die wehtun, weil man euch missbraucht oder weiß ich was hat, erzählt es jemandem, dem ihr vertraut. Also ein gewisses Vertrauen muss schon da sein. Irgendjemand würde ich das ja nicht erzählen. Aber ich habe gemerkt, von der Frau von damals, ich weiß nichts mehr, was sie erzählt hat. Ich glaube, das löscht dann irgendein Teil von uns, weil dann, das müssen wir ja nicht mittragen. Aber dass die Delfine kommen und in diesen Themen uns so viel Hilfe bringen, das möchte ich mit dieser Erzählung sagen. Da ist pure Heilung möglich. Und sie sind einfach da. Damals haben sie mich gerufen, aber jetzt, es passiert dann einfach. Erzählt euch Sachen. Und bei der Sexualität, was ich dann auch bei Markus gemerkt habe, das ist jetzt sehr, aber ich glaube, er würde mir nie böse sein, wenn er weiß, dass ich euch das erzähle. Er war so ein lieber Mann. Er wollte es mir immer recht machen im Bett. Also am Anfang hieß das, geht es dir gut? Schon beim zweiten Mal, beim ersten Mal habe ich vielleicht nichts gesagt, aber beim zweiten Mal habe ich gesagt, weißt du was, hör einfach auf zu sprechen, sei ruhig, ich schaue schon für mich, dass es mir gut geht, schau du einfach für dich. Es war für ihn eine unglaubliche Befreiung, er hatte in seinem Kopf, der Mann ist dafür verantwortlich, dass die Frau es gut hat in der Sexualität, befriedigt wird, ist auch so eine Illusion. Jeder ist für sich selber verantwortlich und es kann auch nicht jedes Mal dieses Wow-Gefühl geben. Aber es kann fröhlich sein, lustig sein, zufrieden sein und sich zu berühren und zu halten und zu spüren und glücklich zu sein und in der Leichtigkeit zu sein in der Sexualität ist 1000-mal wichtiger, als dass jeder meint, er müsste dem anderen irgendetwas machen. Wir müssen aus dem Machen kommen in der Sexualität. Es soll einfach geschehen. Und dann ist unendlich viel möglich. Das ist so ganz, ganz wichtig. Darum sage ich euch das. Dann mit der Sexualität habe ich auch Sensibilität aufgeschrieben. Und die Sensibilität, das macht, dass man gewisse Sachen einfach nicht möglich sind. So sensibel, wie ich war als Kind und später, es war gar nicht möglich, ständig wechselnde Partner zu haben. Hätte ich von meinem Feingefühl her nicht geschafft. Und darum war die Erziehung am Anfang gar nicht so schlecht, weil ich hatte nie das Bedürfnis, 2-3 Partner gleichzeitig oder ständig irgendwie neue Partner zu haben. Es war wie einfach nicht möglich. Und das kann auch sein, dass ein Teil eures spirituellen Weges ihr allein gehen müsst. Ist auch kein Drama. Es gibt sogar Menschen, die inkarnieren und wollen dieses Thema gar nicht angehen von Sexualität und Partnerschaft. Ist auch okay. Also bewertet nicht, euch selber auch nicht, sondern schaut einfach, seid ihr offen, wenn euch Männer begegnen oder habt ihr noch Angst? Wenn im Außen die Männer euch immer noch Angst machen, dann
geht ihr das Thema vielleicht besser an. Oder euch Männer, die Frauen Angst machen. Ja, dann ist es besser, man geht die Themen an. Aber diese Themen werden ja dann nicht unbedingt in der Sexualität gelöst, sondern vorher. Ich möchte, wenn ich einem Mann begegne, auf Augenhöhe mit dem Mann zusammen sein. Ich will nicht die Therapeutin sein von einem Mann. Ich möchte einfach genauso, so leicht wie es war mit dem Markus damals, möchte ich mit einem Mann zusammen sein. Hatte schon lange keinen Mann mehr. Aber es geht jetzt, ohne dass ich in diesen Mangel gehe und das Gefühl habe, irgendetwas an mir ist nicht in Ordnung. Es war wirklich nicht die Zeit. Ich hatte so viele andere Aufgaben in den letzten Jahren, dass es nicht wichtig war. Aber das heißt nicht, dass ich mir nicht heute noch einen Partner wünsche. Aber ich lasse das geschehen. Ich muss gewisse Sachen, vertraue ich einfach. Wenn das sein darf, dann kommt dann der Mann und dann werde ich ihn erkennen. Ich hatte in den letzten Jahren, und das erzähle ich euch auch, damit ihr merkt, woran erkennt ihr, ob das jetzt ein Freund wird oder ein Lebenspartner. Ich habe immer wieder Männer kennengelernt. Und Männer waren oft so offen, die haben mir ihre ganzen Geheimnisse, sage ich mal, erzählt. Sachen, die sagen dann oft, habe ich noch nie jemandem erzählt. Und das macht ganz viel Nähe. Und als Freundschaft sind solche Männer wunderbar. Mit denen kann man sich treffen und austauschen. Man kann sogar reisen gehen. Aber wenn mein Körper signalisiert, diese Männer kommen dann manchmal näher und kommen mit Berührungen, zeigen sie mir, sie möchten noch mehr. Und wenn mein Körper dann auf Abwehr geht, dann weiß ich, das ist nicht mein Partner. Und dann kann ich ganz liebevoll, ich muss ihn nicht einfach wegstoßen, aber ganz liebevoll signalisieren, nein, du bist es nicht, aber als Freund bist du sehr willkommen. Und dann kann man die Beziehung halten. Wenn ihr aber jedem Mann, der euch ein wenig Nähe, Signale gibt, dass er mehr möchte, dann mit ihm in die Sexualität geht, kann es sein, dass nachher die Freundschaft nicht mehr möglich ist, zum Beispiel. Dass er oder du verletzt wird oder sie oder er verletzt wird. Das ist etwas, das schade ist, weil man kann, es ist schön, Freunde zu haben. Männerfreundschaften, auch mal mit einem Mann ins Kino gehen oder auf eine Reise gehen. Und das habe ich oft gemacht, aber es ist so schön, wenn es sonnenklar ist. Es ist eine große Liebe, eine Freundschaft, aber es ist ohne Sexualität. Dann kann ich diese Freundschaften über Jahre halten. Und das ist etwas Wunderbares. Was ich auch noch, ich erzähle euch wieder eine Geschichte. Geht einfacher. Ich war vor 2 Wochen eingeladen ins Tessin von einer Freundin. Zuerst sind wir zu den Buddhisten gegangen und das war auch ein schönes Erlebnis, weil der Mönch, der uns gelehrt hat, war sehr, sehr offen und eigentlich so liebevoll und ich musste am Schluss, als ich mich hinsetzte, war ich genau vor ihm. Also ich hatte ganz nah seine Energie und das war schön. Und weil es im Tessin war, er hat Deutsch gesprochen, ich glaube sogar Schweizerdeutsch die meiste Zeit. Und das Italienisch, das floss dann, plapperte einfach so dahin. Auch all die Meditationen oder die Gebete waren auf Italienisch. Das hat gemacht, dass ich immer wieder ganz bei mir war und einfach schön dort blieb und nichts weiter tiefer reinging in den Buddhismus. Und es war eine Meditation, die sagen dann, dass man sich mit einer Kraft verbinden kann, mit einer aus dem tibetischen Buddhismus war es, weil die Mönche waren aus dem tibetischen Buddhismus, der ist mir ja nah. Und der Avalokiteshvara habe ich schon lange gekannt. Das ist der Buddha des Mitgefühls und ist auch der Buddha, der im Dalai Lama inkarniert ist, sagt man, ist er bestimmt auch. Und als dann diese Einweihung war, kam der Jesus.
Es war irgendwie auch lustig, wie bei der Maria und der Tara kam hier der Jesus, ich saß grinsend da und dachte, ja, eigentlich muss ich nichts Neues. Das ist so am Rande. Aber der Mann, das Vorbild in meinem Leben, war immer die männliche Kraft, war der Jesus, und das Vorbild in meinem Leben war die Maria, aber die gesamte weibliche Maria. Bei den Marien gibt es drei Marien. Es gibt die Maria Magdalena, die Maria, die Schwester von Jesus, und es gibt die Maria, die Mutter Jesus. Und wenn ich von Maria spreche, sind all diese drei Aspekte drin. Also die große Schwesterlichkeit, die Maria, die Geliebte von Jesus, und die Mutter Maria. Ich finde die drei Aspekte in jeder Frau ganz wichtig, aber sie müssen nicht in jedem Leben ganz gelebt werden. Ich habe alle drei Aspekte gelebt und weiß nicht, ob es nochmal kommt, die Geliebte zu sein, aber ich bin glücklich, auch wenn ich es nicht sein darf. Hat es ja. Darum, ich gehe aber jetzt wieder zurück. Ich habe einen großen Umweg gemacht, aber es hat mich noch zu dieser Erfahrung geführt jetzt. Aber was ich euch erzählen will, ich war dort und ich habe mich zurückerinnert, aber ich war bestimmt mit diesem Künstler 10 Jahre nicht mehr zusammen gewesen. Er hatte einen Freund, der Andreas, und ich wusste gar nicht, ob er noch lebt, aber als ich dort war in Locarno, im Hotel Sant'Angelo, war auch lustig, dann habe ich gedacht, es wäre schon noch schön, wenn ich ihm begegnen würde und ich wüsste, wie sein Leben weitergegangen ist. Weil das Letzte, was ich gemacht habe, ein Bild abgekauft, damit die noch nach Venedig gehen konnten. Sie waren damals schon ziemlich alt und ich dachte, ach, der größte Wunsch ist, nach Venedig zu gehen. Also kaufe ich ein Bild und dann können sie mal wieder nach Venedig gehen. Und dann bin ich wandern gegangen mit meiner Freundin und am letzten Tag, da haben wir erst am Abend den Zug gebucht, höre ich plötzlich eine Stimme und dachte, das ist der Andreas. Ich habe ihn gesehen, es war der Andreas. Wir sind dann weitergegangen, weil er war im Gespräch mit einer Frau und ich dachte, wenn es jetzt sein soll, geht er jetzt nach Hause, und wir waren einfach auf dem Weg, wo ich wusste, wo er wohnt. Wir haben dort einen Halt gemacht, damit wir ihn nicht verpassen, wo es ziemlich eng war. Und dann kommt er und sieht uns dort und sagt, sucht ihr was? Und ich schaue ihn dann an und sage, ja, wir suchen dich, Andreas. Er ist richtig erschrocken, weil er wusste nicht sofort, wer ich bin. Und ich habe es ihm dann erklärt und er hat sich so gefreut und hat uns sofort zu ihm nach Hause eingeladen. Und dort hat er mir erzählt oder uns erzählt, dass der Künstler, der Leo, gestorben ist, ungefähr vor 2 Jahren. Und er hat mir die ganze Geschichte erzählt von diesem Tod. Und es war so schön, die beiden waren 55 Jahre zusammen gewesen. Er war bis zum Tod mit dem Leo dabei. Und es war schwierig, aber sie konnten alles gut regeln. Und er hat geweint und er war so in der Liebe. Und das erzähle ich euch, weil ich euch sagen will, das Göttliche, das ist auch egal, ob man einen Mann liebt oder eine Frau eine Frau liebt. Da ist keine Bewertung drin. Wahre Liebe ist in jeder Form etwas Göttliches. Darum, wenn ihr lieber Männer habt, dann hört auf, euch irgendwelche Gedanken zu machen. Lasst euch nicht bewerten von irgendwem. Liebt einfach weiter. Die Sexualität in jeder Form ist etwas Göttliches. Und das soll viele, viele, die vielleicht da noch irgendwelche Hemmungen haben oder vom Außen gespiegelt bekommen. Wenn ihr das gespiegelt bekommt, ihr seid nicht in Ordnung, dann ist auch tief drinnen noch eine Energie, das noch nicht ganz geheilt ist. Habe viele lesbische Frauen, wie sagt man den Männern? Ach, ist doch wurscht. Für mich ist es keine Schublade. Es ist einfach Liebe, wahre Liebe in jeder Form ist wunderbar.
Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Sensibilität nochmal, wenn ihr sensibel seid, dann seid euch treu. Hört eurem Körper, hört auf die Sensibilität. Tut nur, was sich gut anfühlt, aber nehmt sie auch nicht als Ausrede, etwas nicht zu tun. Ich kenne so viele Menschen, die, das ist wie eine Ausrede, ich bin halt so sensibel. Mei, dann kann man am Glück vom Leben vorbeigehen. Wenn ihr spürt, da ist jemand, den ihr liebt, probiert alles aus, auch mit dem Körper. Nehmt die Sensibilität auch nicht als Ausrede. Wir werden nochmal auf diese Themen kommen, weil das sind auch Themen, die euch vom Glück fernhalten können, die von der Leichtigkeit und von der Liebe fernhalten können. Nehmt sie nicht als Ausrede, die Sensibilität, aber seid sehr achtsam und liebevoll mit euch, was euch gut tut, was euch mit euch in die Liebe bringt. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche voller Liebe, voller Leichtigkeit, voller Glück. Tschüss zusammen.